herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 5 Fragen, 5 Antworten. Hallo Stefan. Alexandra, hallöchen. Unser Sommer-Special, ne? Ja. Heute mal wieder aus meinem Wahlkreis. Wir haben das ja angekündigt. Woher auch sonst? Auf der Mauer, auf der Lauer. Kennst du das? Eine kleine... Das machen wir heute auch. Und hinter uns die wunderbare Burg Posterstein. Ja. Nicht zu verwechseln mit der Osterburg oder mit der Burg Osterstein. Warum habt ihr denn hier so viele Bäume? Posterstein. Weiß ich nicht. Ja, das Vogtland. Da gab es ja viele so Vögte und so kleinere und größere Herrscher, die sich da die Burgen gebaut haben. Also das ist Posterstein in Posterstein. Dann haben wir ja Osterstein in Gera und Osterburg in Weida. Von da können wir auch nochmal. Ja, auch schön. Die sehen auch, also Gera jetzt nicht, aber die Türme sind überall ähnlich. Das scheint so der gleiche Baustil zu sein. Der gleiche Baustil hier in Posterstein und in der Osterburg in Weida. Sehr hübsch. Also wir nutzen das Format auch, um zu zeigen, was für einen hübschen Wahlkreis du hast. Richtig. Und jeder, der hier vorbeifährt, die A4 ist nicht weit weg. Man sieht auch dieses Türmchen von der Autobahn A4 zwischen Gera und Ronneburg. Kurz vor Ronneburg. Also die Ausfahrt Ronneburg muss man nehmen und dann ist man in 5 Minuten hier. Tolle Ecke. Und es lohnt sich. Schönes Eckchen. Ja. Hier auch schön mit Kaffee und so. Also wenn man Glück hat, sitzen wir halt auch gerade auf der Mauer. Ich war lange nicht mehr hier, aber es hat sich wirklich zum Positiven geändert. Und ich war noch nie hier. Das wunderschöne Sprottetal in der Nähe. Ja. Ja, vielleicht gehen wir da ja auch mal hin. Vielleicht machen wir mal so ein Wahlkreis-Special. Das machen wir die ganze Zeit, fünf Orte, fünf, weiß ich nicht, irgendwas. Burgen. Ja. Sowas. Aber wir wollen ja fachlich was machen. Natürlich. Auch, ja. Wir wollen ja den Menschen da draußen nahebringen, warum sie AfD wählen sollen. Ist ja auch so warm heute? Also ich... Es bewölkt und hat irgendwie gefühlt. Wir haben 30 Grad. Entschuldigung. Deswegen habe ich auch so verhältnismäßig wenig an. Normalerweise lege ich immer sehr Wert auf lange Ärmel und so Etikette, ja. Aber dann bei 30 Grad. Aber hier ist schon heftig. Wie in der Wüste. So, also wir wollen den Leuten nahebringen, warum sie FDP oder AfD? Warum sie FDP nicht wählen sollen. Okay. Ja, mich wirkt es da auch immer direkt bei. Boah. Also. Und ein wichtiger Grund, AfD zu wählen, ist ein Alleinstellungsmerkmal, die Haltung der AfD zur EU, oder? Ja, also sehr kritisch. Wurde kritisch aufgenommen, unser angeblicher Dexit-Beschluss. Also, dass wir beschlossen haben, Deutschland raus aus der Europäischen Union. Ähnlich wie Brexit, also wie die Briten das gemacht haben. Allerdings ist immer der zweite Teil dieses Beschlusses, wird wenig transportiert. Wir haben gesagt, also die jetzige Europäische Union, die ist nicht reformierbar. Ja, das ist so ein verkrustetes Gebilde in Brüssel und Straßburg und also so ein supranationaler, fast schon Staat ist es geworden. Ja. Da ist nichts reformierbar. Bisher stand in unserem Programm drin, wir wollen das reformieren. Und jetzt sind wir einen Schritt weiter und haben gesagt, das kann man nicht reformieren. Das ja gut, wir sind ja jetzt auch schon, wir sind eine junge Partei. Aber 8 Jahre gibt es uns so immerhin auch schon. So jung sind wir ja auch nicht mehr. Und jetzt haben wir geguckt. Die letzten 8 Jahre hat sich nichts reformiert und da muss man doch auch mal sagen, jetzt ist aber mal... Ja, im Gegenteil, es ist schlimmer geworden. Ja. Es ist immer schlimmer geworden. Jetzt alleine dieser Wiederaufbaufonds mit den 750 Milliarden Euro oder was, ist immer schlimmer geworden. Und bei manchen Punkten haben wir erkannt, es ist nicht reformierbar. Der Euro, vielleicht kommen wir dazu noch, ist nicht reformierbar. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist nicht reformierbar. Und die Europäische Union auch nicht. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir die Währung abschaffen wollen oder überhaupt gar keinen Rundfunk mehr wollen. Oder dass wir keinen Staatenverbund, keinen Staatenverbund, sagt man so, Staatenbund mehr haben wollen, sondern wir sagen nur nicht so. Ja. Ja, und bei der Europäischen Union haben wir gesagt, das ist nicht reformierbar, es muss also von neu, eigentlich nicht neu gedacht werden, sondern so gemacht werden, wie es vor 50, 60 Jahren mal angedacht war, als lockerer Staatenbund, in dem zwischenstaatlich, meinetwegen auch auf der EU-Ebene dann, auf der neuen EU-Ebene, das geregelt werden kann, was geregelt werden muss. Freizügigkeit ist eine wunderbare Geschichte. Handel ist eine wunderbare Geschichte. Keine Zölle, offene Grenzen im Sinne von freier Warenverkehr, freier Dienstleistungsverkehr, Sozialvorschriften bei Lkw-Fahrern beispielsweise bietet sich an, das europaweit zu normieren. Aber man muss sich nicht überall einmischen, die Europäische Union. Und deshalb meinen wir also, das, was jetzt ist, weg damit und neu wieder aufbauen. Genauso wie beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Genau. Aus diesem riesengroßen Gebilde abreißen und ein kleines, solides Gebäude wieder aufbauen. Und so einfach mit der EU auch. So ist es vorgestellt. So stellen wir uns das vor. Wir haben ja auch viel die letzten Jahre schon mit so Interessenvertretern und so weiter geredet. Und ich erinnere mich immer gerne an den Bauernverband, wo man uns das ja ein bisschen zum Vorwurf gemacht hat, weil man gesagt hat, es gibt ja sehr viele Mittel für die Bauern, für die Landwirtschaft aus der EU. Ja, aber das nimmt die EU vorher weg.
Also ich vermute mal, dass wir die deutsche Landwirtschaft auch viel besser fördern könnten, wenn wir die deutsche Landwirtschaft als Deutsche fördern könnten. Da müssen wir nicht erst Milliarden nach Brüssel geben oder wohin und dann gibt es dann ein paar Millionchen zurück, sondern einfach Subsidiarität, also das auf der Ebene regeln, wo es notwendig ist. Und da sind ja auch die, ohne jetzt Landwirtschaftsexperte zu sein, aber die Voraussetzungen in den europäischen Staaten sind ja auch völlig verschieden. Ja. Wir haben in Deutschland eine völlig andere, kleinteilige, hier in neuen Bundesländern ist es ein bisschen anders, kleinteilige Landwirtschaft als beispielsweise diese riesen Flächen. In Polen beispielsweise, glaube ich, ist da ziemlich weit vorne, Frankreich auch. Deshalb entzerren, jeder sollte sich also um das Problem kümmern, was in seinem Land ist. Und dann kann man ja danach kann man ja sagen, also kann jeder landwirtschaftliche Güter exportieren oder importieren, wie er möchte. Aber die eigene Hoheit über die Landwirtschaft, genau wie über andere Sachen, muss halt in den Staaten liegen. Gar nicht so eine verrückte Idee. Eigentlich überhaupt nicht. Wir haben das ja beim Bauernverband damals auch gesagt, wir geben das Schwein in die EU und bekommen das Kotelett zurück und freuen uns dann noch. Ja, genau. Und das ist doch abstrus. Ja, dass aus Brüssel bestimmt wird, wo jetzt hier in Thüringen ein Blühstreifen gemacht wird. Ich weiß noch, wie die uns erzählt haben, das ist ja Zentimeter genau, wird das ja alles ausgemessen in Brüssel, wo jetzt der Blühstreifen hier an der B170 in Sachsen angelegt werden muss. Und dann wird geguckt, liegt da jetzt noch ein Misthaufen, sag ich mal, auf dem Gebiet. Das wird dann wieder abgezogen, wird auch rausgerechnet, die 10 Quadratmeter. Also eine Bürokratie sondergleichen. Ja. Und die Bauern sind vielleicht auch, Bauern sind natürlich super und wir haben die alle ganz lieb, die Bauern, aber vielleicht sind die auch ein bisschen verwöhnt inzwischen, was EU-Subventionen angeht, ne? Oder? Widersprichst du mir da? Widersprich mir mal, das ist besser für die Quote. Nein, ich bin der Meinung, dass es viele gar nicht verstehen. Die sehen halt, das Geld kommt aus der EU, aber wie es da hingekommen ist, das sieht man halt nicht. Ja, und früher war doch der Bauernstand genauso wie ein Gewerbe. Ich habe irgendwas produziert, ich habe es verkauft. Ja. Aber inzwischen bekommen die Bauern ja auch sehr viel Geld dafür, dass sie Sachen nicht machen und solche Geschichten. Also das ist schon alles so. Wobei man auch sagen muss, dadurch, dass wir einen europäischen Markt haben, das macht es natürlich auch schwieriger, weil so ein Kirschenpflücker in Polen natürlich nicht ganz so gut verdient wie in Deutschland. Ja. Und dadurch, das kann man eigentlich relativ einfach berechnen, polnische Kirschen billiger sind. Richtig, aber auf der anderen Seite hegt ja auch der eine oder andere den Verdacht, dass die EU sehr hohe Anforderungen stellt und natürlich Deutschland diese Anforderungen immer zu 110% erfüllt und andere Staaten eher, sagen wir mal, lässlich damit umgehen und immer 5 gerade sein lassen. Und dann sieht das ganze System auch schon wieder etwas anders aus. Ich bin ein Verfechter, sage ich mal, Sachen, die zwischen Staaten gelöst werden müssen, meinetwegen auch mit vielen Staaten, die gelöst werden müssen. Die soll man da lösen, aber man muss da nicht alles lösen. So, nächstes Thema. EU war das jetzt, ne? Ja. Ja. Steuern. Steuern ist ja ein Thema, was natürlich viele von unseren Zuschauern beschäftigt, weil das ist ja immer am Ende des Monats, wenn dieser kleine Lohnzettel nach Hause kommt, das, wo einem die Haare in Mengen zu Boden rieseln. Ja. Bei mir ist es ja anders als Abgeordneter, muss ich ja nicht monatlich Steuern zahlen, ich zahle die vierteljährlich. Ja. Aber dafür auch ordentlich. Ungefähr so 10.000 pro Quartal. Hm. Ist schon eine Hausnummer. Mehr noch, oder? Ja, Vorauszahlungen. Dann kommt ja immer so, am Ende kommt dann die Endabrechnung, aber ungefähr sind es so 10.000 Euro pro Quartal, um mal hier jetzt Transparenz zu üben. Das ist schon ärgerlich. Und wenn man dann schaut, wofür es verwendet wird. Ich meine, wenn dann das für tolle Sachen verwendet würde, hätte ich ja nichts dagegen. Wenn zum Beispiel die Autobahnen vernünftig wären. Wir sind gerade Autobahn gefahren. So. Also entweder Stau oder Baustelle, ne? Ja, also, abwechselnd. Dass man frei fahren kann, ist also kaum möglich. Eigentlich ausgeschlossen. Ja, Stau, Baustelle oder wegen Straßenschäden begrenzte Höchstgeschwindigkeit. 60. So. Und da denkt man sich, Mensch, jetzt gut, von meinen 10.000 Euro, da kann man jetzt nicht so viele Autobahnen bauen. Aber es zahlen ja viele Leute. Ja. Zehntausende, Millionen, Milliarden Euro Steuern. Und das sollte eigentlich funktionieren. Und das war ja eigentlich früher mal so ein Thema der FDP, ne? Ja. Steuern senken, Mittelstand entlasten. Aber das, die FDP, das sagen sie immer noch, aber machen tun das nie. Nee, die machen jetzt Digitalisierung. Ja. Digitalisierung? Also Steuern, wir sagen ja klar, Steuern senken, damit kommt fast jeder an. Außer, das ist so eine Floskel. Außer Grüne und Linke und SPD, also CDU. Aber es geht ja auch. Also es ginge ja auch, wenn man sich auf das wesentlich konzentrieren würde. Wir haben, die Zahl ist ja immer wieder im Raum, 30, 40, 50 Milliarden Euro im Jahr für den Multikulti-Wahnsinn. Ja, hallo? Die könnte man locker einsparen. Wir zahlen im Jahr 12, 13, 14, 15 Milliarden an die Europäische Union, die sind weg. Ja, wir zahlen jetzt bei diesem Rettungspaket 100 Milliarden, irgendwie sowas, 130. Mit wie viel sind wir dabei?
zig Milliarden an die Europäische Union. Das Geld ist weg. Wenn man sich die ganzen Unsinn anguckt mit Genderforschung, Klimaforschung, was da nicht alles geforscht wird, da sind auch zig Millionen, Milliarden Euro weg. Die ganzen, die Energiepreise beispielsweise, Energiesteuern, solche Geschichten, wofür das rausgehauen wird. Also es ist extremes Einsparpotenzial da. Da spreche ich jetzt gar nicht von den Kleinigkeiten. Unterm Strich wie Parlamente verkleinern, Regierungen verkleinern, Verwaltung verkleinern. Da ist natürlich auch noch extremes Sparpotenzial da. Also wenn man will, kann man es machen. Was mich besonders begeistert hat, ich erwähne es nochmal, ich habe das Programm wirklich gelesen oder wir haben es wirklich gelesen. Andere Leute, die in hohen Positionen in der AfD sind, können da ja nicht so gut Auskunft geben. Aber wir haben das so durchgearbeitet und ja, ich darf das sagen. Du meinst, sie in höchsten Positionen sind? Ja, einer zumindest. Ja, aber manchmal ist man ja auch so verwirrt, da fällt einem das gar nicht ein, alles nicht. Was mich besonders beeindruckt hat, ist, dass man, dass die kleinen Steuern weg sollen. Und wir uns einfach mal auf die großen konzentrieren, denn wir haben ja in Deutschland jede Menge Steuern, wo die Eintreibung mehr kostet, als bei rauskommt. Das finde ich besonders schön. Ja, also interessant war jetzt, dass die Linke fordert, die Sektsteuer abzuschaffen. Hast du das mitbekommen? Ja, ich habe die Schlagzeile war billigerer Champagner. Genau. Da bin ich auch für. Aber deswegen will ich die nicht. Ja. Ich habe mich schon gewundert, dass ausgerechnet die Linken die Sektsteuer abschaffen aber wollen. Aber wir auch. Aber ich glaube, die wollen die abschaffen, weil die historisch belastet ist. Ne? Ja, wegen Krieg. Wegen Krieg, Marine, Kaiser Wilhelm und so. Und das haben die Linken gesagt, dann lieber billigen Shampoos, als immer hier an Kaiser Wilhelm denken. Man muss sich entscheiden, Kaiser Wilhelm oder Shampoos, dann nehmen wir Shampoos. Genau, diese Bagatellsteuern, die man so nennt. Ne? Welche waren denn das nochmal? Ja, die Schaumweinsteuer ist eine. Die haben wir ja. Die Biersteuer. Biersteuer haben wir. Gab es nicht mal so eine Leuchtmittelsteuer? Oh, das weiß ich jetzt nicht. Dann gibt es irgendwie so eine Wettsteuer. Es gibt aber auch zum Beispiel Wechselsteuer. Diese Alkopop. Alkopop-Steuer. Ja. Gut, ist natürlich so ein bisschen. Kaffeesteuer? Kaffeesteuer, genau. Ist auch so Unsinn, ne? Brandweinsteuer? Ja. Aber ist alles mit Alkohol. Ist das denn so gut, dann die Steuern darauf abzuschaffen? Ja. Ja, zumal die Steuern, du hast ja gesagt, die kosten ja mehr die Steuern, also den Staat, als er dann einnimmt. Und dann unter dem Gesichtspunkt wäre das natürlich ein guter Beitrag zur Entbürokratisierung. Ich habe es mir hier auch nochmal aufnotiert. Ja? Energiesteuer, hat man die schon? Ja, aber das ist ja keine Bagatellsteuer. Die soll weg. Ja, die soll weg, aber jetzt nicht, weil es eine Bagatellsteuer ist, sondern weil die einfach die dermaßen belastet und für völligen Unfug. Ja, aber sie ist auch relativ wenig Einnahmen, also im Vergleich. Ja, aber frag mal die Leute. Ich glaube, die wären ganz dankbar, wenn die Energiepreise sinken würden. Ja, die wären auch dankbar, wenn die Kaffeepreise sinken. Genau. Also, weiter. Dann auf Landesebene die Biersteuer. Das ist ja, was unsere männlichen Zuschauer betrifft. Also, AfD ist dafür, Biersteuer weg. Ja, wenn das jetzt kein Grund ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Auf Kommunalebene Vergnügungssteuer, Zweitwohnsteuer und so weiter und so fort. Alles weg, 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 weg. Jo. Da würden wir, glaube ich, auch einige Bürokraten einsparen. In den Steuer- und kommunalen Verwaltungen, Administrationen, ja. Ja, das tut uns jetzt. Also Steuern, wie gesagt, Steuern senken, Steuern abschaffen natürlich, Bagatellsteuern und dann, was ganz wichtig ist, auch nochmal, natürlich die eingenommenen Steuern für sinnvolle Sachen ausgeben und nicht für Multikulti-Unfug und solche Geschichten. Und das ist ja auch immer wichtig im Zusammenhang, den Straftatbestand der Steuerverschwendung einführen. Ja. Wir haben ziemlich hohe Strafen auf Steuerhinterziehung. Also derjenige, der Steuern nicht bezahlt, obwohl er zahlen müsste, Gefängnisstrafen, stehen ja da relativ schnell im Raum. Auf der anderen Seite, die Kehrseite ist natürlich, dass die Steuern, die den Leuten zwangsweise weggenommen werden, auch vernünftig ausgegeben werden müssen. Und dass da nicht Bürokraten sind, die das mit vollen Händen rausschmeißen. Unsinnige Sachen. Und da gibt es ja immer dieses Schwarzbuch beispielsweise der Steuerzahlerbundes. Das muss auf der anderen Seite natürlich auch dann Straftat werden, die Steuerverschwendung. Dafür stehen wir auch. Wir sind, glaube ich, auch so ziemlich die Einzigen, die den Soli vollständig abschaffen wollen. Ja. Wir wollen auch wichtig, die Grunderwerbsteuer auf selbstgenutztes Eigentum abschaffen. Das ist auch vernünftig, 6,5%, glaube ich, zurzeit hier in Thüringen. Ne? Das weiß ich nicht. Ich habe leider noch keinen Grund erwerben können. Ja, das war mal, es gab mal die auseinanderfallende Grunderwerbsteuer, also in der Vergangenheit. Und dann wurde gesagt, das ist alles so, ist ja kompliziert. Teilweise gibt es ja Mischgebäude. Wir machen das einfacher. Wir machen, glaube ich, 3% auf alles und lassen uns in den Ländern die Kompetenzen. Und daraufhin haben die Länder angefangen, sukzessive zu erhöhen. Und inzwischen sind wir, glaube ich, in Thüringen bei 6,5%. Einfach nur Grunderwerbsteuer. Wenn ich ein Grundstück verkaufe, was hat der Staat damit zu tun? Ja. Warum muss denn da eine Steuer drauf? Wenn zwei Private, also wir reden jetzt nicht über Immobilienhaie, sondern wenn zwei private Leute untereinander vereinbaren, hier, wenn du mir dein Haus verkaufst. Verkauf dir mein Haus oder ein Stückchen Wald oder sowas, dann greift der Staat zu 6,5%. Und das ist natürlich heftig. Ja. Gerade wenn ich
Familie, wenn ich mein erstes Haus baue, das ist eh alles teuer genug und dann 6,5% der Erwerbskosten ist schon heftig. Ja, also für selbstgenutztes Wohneigentum oder ja, Wohneigentum die Grunderwerbsteuer abzuschaffen, Familienförderung par excellence. Keine EU-Steuern ist noch wichtig? Wollen wir nicht? Nee, das hatten wir ja anfangs schon erwähnt. Dass Steuern ist eigentlich die Möglichkeit eines Staates, sich zu finanzieren. Und da würde ich schon sagen, die Europäische Union ist kein Staat. Und wenn wir denen jetzt die Möglichkeit einräumen, Steuern zu erheben, das wird ja debattiert, ne? Plastiksteuer oder was und solche Geschichten, dann wird da Tür und Tor, da wird der Missbrauch wieder das Tür und Tor geöffnet. Zumal das andere Tor ja gerade aufgemacht wurde. Wir haben ja auch gesagt, die Europäische Union darf sich eigentlich nicht verschulden nach der Gesetzeslage. Aber trotzdem, jetzt dürfen sie es. Ja. Ja, also wir hatten ja vor kurzem diesen Eigenmittelbeschluss, wo jetzt gesagt wurde, ja, Schulden macht die Europäische Union nicht, aber wir leihen ihr trotzdem mal Geld. Das ist natürlich, wurde irgendwie anders genannt. Ja. Aber auch da sind natürlich ratzfatz, ist man im zig Millionen, Milliardenbereich drin, was die Verschuldung angeht, bei den Steuern natürlich. Wenn das einmal anfängt, dann gibt es die nächste Steuer und dann wird natürlich werden Steuern auch immer erhöht. Also eine katastrophale Entwicklung. Die AfD will ja auch die Vermögens- und die Erbschaftssteuer abschaffen. Genau, nicht nur diese beiden Steuern, sondern grundsätzlich alle Substanzsteuern. Dazu gehört dann auch die Schenkungssteuer, die ja ähnlich, also eigentlich genauso strukturiert ist wie die Erbschaftssteuer und die Grundsteuer. Das sind Substanzsteuern, die also daran anknüpfen, was ich habe. Und im Zweifel wird dadurch mein Vermögen durch die Steuer reduziert. Das ist anders als bei der Einkommensteuer beispielsweise, als bei der Lohnsteuer, wo ja von dem, was ich mehr habe, ein Teil weggenommen wird. Also ist eine ganz andere Art der Besteuerung, diese Substanzsteuern. Und die wollen wir abschaffen, weil die halt schädlich sind. Das wird ein paar Milliarden unterm Strich nicht kosten, sondern ein paar Milliarden weniger Einnahmen bescheren. Aber im Gesamtbild dessen, was an Steuern erhoben wird, ist das ein geringer Prozentsatz. Das halten wir für verkraftbar. Übrigens auch noch deutlich senken wollen wir auch die Mehrwertsteuer. Ne? Wir hatten ja das Thema bei der Europawahl, glaube ich. Was bei der Europawahl? Wo das Thema war, wahrscheinlich nicht. Aber jedenfalls war das Thema schon mal, die Mehrwertsteuer um 7 Prozentpunkte zu senken. Das ist auch unterm Strich relativ teuer für den Staat, weil er dadurch wenig Einnahmen hat. Aber es kurbelt natürlich den Konsum an. Und wir erinnern uns ja noch an das Wumms-Paket. Das war super. Das Wumms-Paket, ne? Zu Corona-Zeiten. Ich weiß noch, wie, als wir vorgeschlagen hatten, die Mehrwertsteuer deutlich zu senken, wurde gesagt, das ist ja Populismus, das bringt doch überhaupt nichts, um 7% schon mal gar nicht. Und dann kam das Wumms-Paket und da war es, glaube ich, 2 oder 3%. Ja, ne? Das war wirklich... Das Wumms-Paket war aber mehr wie so ein kleines Zisselmännchen, was feucht geworden ist. Und mehr war das. Ist doch kein Mensch geht doch los, weil er 2% spart und kauft sich irgendwas Dickes, oder? Genau, aber deshalb sagen wir, deutlich senken, das kurbelt den Konsum an und es profitieren alle davon. Jeder, der Milch kauft, der Backpulver kauft, der ein Auto kauft, jeder, der Handwerker beauftragt, jeder spart dadurch, wenn die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Das ist etwas anders als bei Lohn- und Einkommensteuer. Da werden natürlich nur die entlastet, die auch nur Steuern zahlen. Es gibt natürlich viele Millionen Menschen in Deutschland, die gar keine Steuern zahlen, weil sie so wenig verdienen. Und die würden halt auch entlastet dadurch, dass die Mehrwertsteuer gesenkt wird. Also nicht nur die Substanzsteuern, Erbschaftssteuer, Vermögensteuer, Grundsteuer, Schenkungssteuer, sondern auch noch abschaffen, sondern auch noch die Mehrwertsteuer senken. Die wahre Steuersenkungspartei ist die AfD. Es gibt eigentlich keinen Grund, eine andere Partei zu wählen. Nee, sowieso nicht. Ja. Und vor allem die anderen erzählen es immer, machen aber nichts. Jetzt kann man sagen, ja, ihr ja auch nicht. Aber die anderen versprechen das seit 60 Jahren. Da kann man sehen, immer, da ist 60 Jahre nichts passiert. Es wurde immer teurer. Als AfD versucht es doch mal. Vielleicht kriegt ihr es ja hin. Und ich bin überzeugt, wir kriegen es hin. Jetzt haben wir ganz viel gehört, was wir nicht wollen. Richtig. Was wollen wir? Ja, wir wollen einen vernünftig finanzierten Staat. Aber einen Staat, der auch sparsam mit den Steuermitteln umgeht. Denn eigentlich ist das Geld ja nicht... Das ist auch mal, wenn man hört, die Bundesregierung gibt 200 Millionen Euro für irgendwas. Ja, die Bundesregierung gibt gar nichts. Nee, das hat sie uns vorher weggenommen. Deins, eures, alles. Weggenommen und dann verteilt es hinterher wieder. Ich meine, das aber ist so, ja, wie sie es will. Ja, aber das ist ja, ich meine, ist ja in Ordnung, dass ein Staat natürlich Steuern erheben muss für Sachen, die finanziert werden müssen. Aber das ist unser Geld, was uns weggenommen wird. Da hat die Bundesregierung überhaupt nichts mit zu tun. Ja, und dann, wenn ich das dann immer sehe, dass irgendwelche Politiker dann mit so Spendenchecks irgendwo stehen und sich dafür feiern lassen, dass sie diesen Scheck übergeben haben, könnte ich ja platzen. Ja. Ja, von meinem Geld. Also was wollen wir? Wir wollen einen vernünftig funktionierenden Staat, der solide Finanzen, also Steuern erheben kann, die dann aber auch verantwortungsvoll ausgibt. Und wir wollen keine Europäische Union, das wäre unser erstes Thema, die uns drangsaliert, schikaniert auf Gebieten, auf denen sie nichts verloren hat. Wir wollen einen lockeren Staatenbund, in dem das auf zwischenstaatlicher Ebene geregelt wird, was geregelt werden muss. So einfach ist das. So einfach ist das. So. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Genau, jetzt gehen wir mal ins Burgverlies, oder? Das ist auch ein Folterkeller. Mal gucken, wer da ist. Bodo Ramelow vielleicht. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Jo. Aus deinem Wahlkreis. Aus meinem Wahlkreis. Bis dahin. Tschüss.